Die Mimik ist sehr wichtig für mich. Damit kann ich sehen, wie sich der Gegenüber fühlt, was er mit dem aussagen will, dass ich ihn richtig verstehen und deuten kann. Und mit der Maske ist das viel schwieriger. Ich kann ihn nicht richtig deuten. Ich sehe zwar die Augen, die sind eigentlich die einzige Mimik, und die Augen sind der Spiegel der Seele, aber die Augen und die Lippen spielen ja zusammen, und das fehlt, das ist mit der Maske unmöglich. Als Schwerhöriger ist die Kommunikation mit Masken anspruchsvoll. Zum einen, weil man die Lippen nicht gut sehen kann. Zum anderen, weil die Stimme nicht gut hörbar ist. Sie wird gedämpft. Und dann ist es auch schwierig, wenn mehrere Maskierte im Raum miteinander sprechen und ich nicht weiß, wer gerade spricht. Für mich persönlich bedeutet eine gelungene Kommunikation eben, ich sehe dann bei der transparenten Maske die Lippenbewegung. Und das ist einfach wichtig. Ich verstehe dann meinen Gesprächspartner viel besser auch. Es ist wichtig, eine Maske mit Sichtfenster zu tragen, weil man dann auch die Lippen ablesen kann. Und es ist auch ein Zeichen von Respekt gegenüber Personen mit einer Hörbehinderung.